Willkommen zurück zu Golden Sun, die kleinen Frauen der Nacht. Wir sind zurück auf dem Weg nach Lunpa, um Lord Hamet zu befreien. Wo wir jetzt die Möglichkeit haben, uns ungesehen in die Festung zu schleichen. Donnersgefahr! Ah, sehr schön. Lebenssegel! Ach, das wird so ein Spaß. Wie sehen eigentlich unsere Jeans aus? Deine restlichen Beine sind weiß ich. Deiner ist weiß ich auch. Vor einer von dir ist weiß ich auch. Dann haben wir bald alle zusammen. Höhle von Godovan. Ich überlege gerade, wo war der letzte Venus-Djinn von Isaac und der letzte von mir? Wo ist... Hast du das nicht? Bin ich jetzt blind? Du hast Telekinese. Okay. Habe ich vergessen. Ich hatte gestern meinen privaten Spielstand von Golden Sun weitergespielt und da hat Ivan die Telekinese. Ah. Todesgefahr! Mit einer wunderschönen Todesgefahr! Nein. Ich habe viel coolere Dinge als Todesgefahr mittlerweile. Was wird hier alles noch sehen? Alles! 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 Ja, mit Müdigkeits-Chicken. Aber Chicken, wieso bist du müde? Hast du nicht geschlafen? Eine Glücksmedaille! Yay! Da muss ich von oben kommen, oder wie? Ist hier irgendwas, oder... Warum führt der Weg mich hier hin? Achso, da, weil ich da oben drüber springen kann. Hallo Drecksaffe! Zurück in den Dreck mit dir, Lebenssegel! Und Todesgefahr! Und Todesgefahr! Drecksaffes Kampfgeist wurde gestohlen. Aber, Geralt ist doch der Dieb. Apfel. Verstärkt Attacke. Wer bekommt das denn? Komm hier, Geralt. Ist Apfel. Tu mal was Gutes für deinen Körper. Chicken. Rattenkrieger. Ha, Todesgefahr incoming. Todesgefahr. Geralt wurde getäuscht. Natürlich. Natürlich. Los, Geralt! Todesgefahr! Oder auch nicht. Denn Isaac hat ja gerade den Kill gestohlen. Wie Geralt überhaupt nichts machen kann! Ach, je. Oh, mein kleiner Geralt! Das war Fail. Blup. Oh, jetzt habe ich den Felsen nass gemacht! Haha. Komm. Das verfehlt, Chicken. Ah. Man könnte meinen, du hast noch nie in deinem Leben Golden Sun gespielt.
Ist doch nicht so, als wärst du in deinem privaten Spielstand schon kurz vor dem Endboss. Ist da unten eigentlich noch irgendwas? Ach so, nur als Abkürzung. Ja. Abkürzung. Hallo Drecksaffe. Todesgefahr incoming. Und Todesgefahr. Wie Garrett hier nichts machen darf. Der muss sich auch angepisst fühlen. Wieso auch? Wer darf denn auch nichts machen, Chicken, hä? Keine Ahnung. Alle dürfen was machen, außer Garrett. Die Djinns dürfen nichts machen, ja. Und Todesgefahr! Garrett kann seine kann überhaupt nicht unter Beweis stellen. Die Leute denken sich auch, ja, Garrett hat doch so einen großen Auftritt in Thief Gold, da braucht er hier nichts mehr zu machen. Leute, das ist ein anderer Garrett. Ist nicht so, als könnte dieser Garrett irgendwelche Schleichaktionen machen. Wobei, Lebensegel, ich kann auch keine Schleichaktion machen. Nicht so wirklich. Aber jeder, der mich failen will beim Schleichen, kann sich gerne Thief Gold angucken. So, wieder zurück in Lumpa. Wo mir ein kleiner Fail passiert ist. Aber das werdet ihr gleich sehen. Weil hier gibt es etwas zu holen, das ich eigentlich schon das erste Mal hätte holen können, als wir hier waren. Aber ich habe es total vergessen. Egal, holen wir es nach. Warum man auch immer auf die Idee kommen soll, hier Dings zu benutzen. Enthüllung. Das habe ich bei meinem privaten Spielstand auch nicht gemacht. Erst als ich später davon gelesen habe. Hat Zoe das eigentlich in seinem LP gezeigt? Ach, keine Ahnung, das ist sowieso 2-3 Jahre her, seit ich das gesehen habe. Hui, was ist denn das? Glitzer, Glitzer. Eigentlich da unten Glitzer, Glitzer, aber da war Staubwolke, Staubwolke. Und was haben wir hier so Schönes? 6 Truhen. 44 Münzen. Eine Rauchbombe. Eine Glücksmedaille. Ein Elixier. Ein Lebenswasser. Und ein Gegengift. Ja, interessant ist eigentlich nur das Lebenswasser. Wovon du eines mir mal rüberreichst. So, dann wird das ja auch erledigt. Du, 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 du. Auf in die Festung! Falsch. Da musst du runter. Hui! Na, du kleines Kind? Wir werden jetzt in die Festung eindringen. Möchtest du mitkommen? Tarnkappe. Um es mal zu demonstrieren, was es geht. Wie es funktioniert. Wir stellen uns in den Schatten, aktivieren Tarnkappe und... Wir sind unsichtbar und sobald wir ins Licht kommen, wieder sichtbar. Das heißt, wir sollten das Licht meiden nach Möglichkeiten. Nicht wahr? Dann schleichen wir uns mal rein. Festung von Lumpa. Ah. Mit so einigen Stealth. Ne? Stellen. Sollten uns möglichst nicht erwischen lassen. Jetzt geht.
dramatische Musik setzt ein. Fest verschlossen. Warte. Kann ich mich nicht einfach hier oben durch? Doch, kann ich. Gut. Dumm. Ja, das mit Schleichen ist immer so eine Sache. Und der Blickwinkel der Gegner. Wann sehen sie einen, wann sehen sie einen nicht? Nehmen wir erstmal hier weiter gucken. Das ist auch mal das Problem bei mir in Thief. Oh, wenigstens ist es hier so schön dunkel. Scheiße, 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 scheiße. Wie sind die hier reingekommen? Ja, jetzt werden wir wieder rausgeschmissen. Und kommt raus nicht wieder! Doch. Ach, Chicken, du wirst immer so leicht entdeckt. Wissens werden wir nicht getötet. Dam, 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 dam. Okay. Geh erstmal da oben in die Tür rein. Ah, ein Männchen. Wer ist da? Wer seid ihr? Ihr seht nicht halb so fies aus wie die Diebe in der Festung. Habt ihr euch in die Festung geschlichen, um nach jemandem zu suchen? Ja. Hamed, der große Händler? Dessen Stimme ich da irgendwie auch vergessen habe. Was Millionen von Trillionen Jahren her ist, aber egal. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es euch sagen. Dann erzähl mal. Vielleicht ist dieser Händler der Grund dafür, dass die untere Höhle geschlossen wurde. Er ist in der unteren Höhle. Gut zu wissen. Oh, ein Fischchen. Was? Ich werde euch nicht verraten, aber ihr solltet verschwinden, bevor euch die Wachen finden. Ach, die werden mich nicht finden. Und selbst wenn... Okay, dann komm du mal mit deinem kleinen Lichtlein hier hin. Wow, wow, wow. Okay, ich muss da runterrennen, wenn er nach da hinten geht. Ah, Chicken! Schleich, 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 schleich. Hätte ich den nicht einfach K.O. prügeln können? Nein, darfst du nicht. Wie er da oben auf und ab geht. Auf und ab, auf und ab. Sekunde. Wobei, der da kämpft, glaube ich, gegen uns. Der da drin. Gucken wir erstmal da oben. Wow, Millimeterarbeit. Aber wir haben es geschafft. Noch mehr Leute. Armer, armer Donpa. Donpas Verhalten treibt ihn in die Verzweiflung. Lange kann Donpa nicht mehr durchhalten. Wieso? Was ist denn los? Wenn Donpa stirbt, wird Donpa noch mehr... Alleine daran zu denken, macht mir Angst. Diese Frauen wurden beinahe alle gegen ihren Willen hierher gebracht. So auch ich. Ich will nur noch einmal meine Heimatstadt wiedersehen. Ich weiß, dass uns Donpa gehen lassen würde, wenn es ihm besser ginge. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Hier wurden Leute einfach so verletzt. Gegen ihren Willen! Was zur Hölle? Wer tut denn sowas? Hallo? Wer bist du? Ist das der Kerl, der gekommen ist, um Hamed zu befreien? Ja, ich wette, das ist er. Ganz schön mutig, der lause Junge. Donpa wird fuchsteufelswild werden. Fuchsteufelswild, wenn wir Hamed verlieren.
Wenn wir diese Kinder entkommen lassen, haben wir ein großes Problem. Bis hierher und nicht weiter. Schon gar nicht ohne eine Tracht Prügel. Na, 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 Tracht Prügel, das höre ich doch gerne. Mit ein bisschen Todesgefahr-Action. Und Todesgefahr! Und Todesgefahr! Jetzt ist Gary nochmal zum Einsatz gekommen mit seiner Todesgefahr! Yay! Ja, genau. Bitte, geht alle auf meine Heilerin los.